Wusstest du, dass der Begründer der viertgrößten Glaubensgemeinschaft der USA 40 Ehefrauen hatte? Joseph Smith gründete im 19. Jahrhundert die Kirche der Mormonen. Die Glaubensgemeinschaft praktiziert damals die Vielehe, genauso wie ihr Gründer. Die jüngste von Smiths 40 Frauen ist nur 14 Jahre alt. Als eine Zeitung in der Mormonengemeinde Nauvoo seine Polygamie kritisiert, lässt er sie kurzerhand zusperren. Für diesen Verstoß gegen die Pressefreiheit wird er verhaftet. Ein wütender Mob stürmt das Gefängnis. Joseph Smith wird dabei erschossen. Die Mormonen verehren ihn als Märtyrer und Vorbild. In einigen Abspaltungen gibt es bis heute Vielehe und Zwangsverheiratung von Kindern.